So, endlich geht's weiter mit Formel 1 2020. Das sechste von 10 Rennen steht jetzt an. Und damit herzlich willkommen aus Ungarn. Meine Lieblingsbäcker vom Mugaro-Ring, da wo wir den nächsten Schritt Richtung WM-Titel machen wollen. Im letzten Rennen in Großbritannien haben wir es ja geschafft, zumindest wieder ein paar Punkte gut zu machen. Das heißt, wir haben jetzt unseren 15-Punkte-Vorsprung auf den Teamkollegen, auf Lewis Hamilton. So, bevor wir jetzt los reingehen ins Rennen, möchte ich gerne nochmal kurz wegen dem Motor gucken. Die sind nämlich durch, genau. Also rein mit allem, was wir haben. Du hast 43%, du hast 42%, kannst also noch. Sprich, wir haben komplett alles, was rein kann. Getriebe brauchen wir gar nicht jetzt tauschen. Da haben wir noch ein paar Prozent. Alles klar. Gehen wir rein ins Richtung freie Training. Personal verbessert, das Analysezentrum verbessert. Das neue Teil ist da. Es gibt wieder neue Ressourcen auszugeben. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, wir gehen wieder natürlich auf weich. Wobei ich gerade noch schnell was ändern will. Und zwar doch mal die Strapazierfähigkeit hochzubauen. Ich überlege gerade, können wir hier noch irgendwas bauen? Wir haben nur 300.000, ne? So viel ist es nicht, oder? Okay. Gut, gehen wir mal. Warte, habe ich doch jetzt was falsch gedrückt? Nö. Gut, war nicht. Schade, Reifenauswahl, gehen wir rein, haben wir die weichere Mischung und damit können wir ins sechste Rennwochenende gehen und zwar auf dem Mugaro-Ring. Eine Strecke, wo durchaus schwierig ist, wenn wir überholen. Es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, und zwar würde ich sagen vor Kurve 1, vielleicht auch Kurve 2 und 3, aber dann hört es auch schon auf irgendwo. Dann hoffen wir mal zumindest auf ein trockenes Rennwochenende, das wäre cool. Dann haben wir noch drei Rennen. Ja, viel, wie gesagt, ist es nicht mehr bis zum Ende der Saison. Bis es dann endlich losgeht mit F1 2021. So, dauert noch einen kleinen Moment. Geht so forward los. Und es bleibt tatsächlich komplett trocken. Sehr gut. Gehen wir rein. Insatz und freie Training. Auf geht's hier in Ungarn. Ich mag diese Strecke. Es ist tatsächlich mit meiner Lieblingsstrecke. Es gibt, wenn man mal ehrlich ist, nur einen kniffligen Punkt, wo durchaus ja, Potenzial betrifft, mal eben sich in die Wand zu drehen. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht, Kurve 8 oder so ist das, glaube ich. Oder Kurve 7. Dieser Rechtsknick mit dem etwas höheren Körb. So, das ist die Zielgerade. Was kann sie, ob sie den jetzt im Teaser zeigen? Ne, sie zeigen lieber den Haas von Romain Grosjean. Ich zeige euch gleich. Information time, we've lost oil pressure. Looks like a leak somewhere in the system. We're on standby for the time being until we can patch it up. So, ich mache jetzt gerade, ich überspringe jetzt gleich. So, dann gehen wir mal rein in so, Reparaturzeit überspringen wir. Dann wissen wir zumindest, wo wir schon mal dran sind. So, dann fahren wir mal auf die Strecke. Und ich zeige euch gleich mal, welche Ecke ich genau meine. Ich glaube, viele, die die Strecke kennen, wissen, glaube ich, genau, welche Ecke das ist. Das ist eine etwas langgezogene Rechtskurve. Da ist der Körper ein bisschen höher. Und ich glaube, wenn du da falsch drauf kommst, dann kann das mal durchaus Potenzial geben, in die Wand sich zu drehen. Aber das wollen wir verhindern dieses Wochenende. Wir wollen ein gutes Rennwochenende haben, vielleicht mit dem Sieg wieder abarbeiten, vielleicht die dritte Podium-Saison holen. Zwei haben wir ja schon. Eine konnten wir zum Sieg umdrehen und die andere, naja, letzte Rennen. Platz 4 war es dann noch. Aber da kam auch das Safety Car ein bisschen mit. Rein. So, dann ist das hier Kurve 2. Die meine ich nicht.
Kurve 3. In der Linksknick Kurve 4. Und das ist diese Kurve hier, dann ist das Kurve 5. Dieser Curb hier rechts, das ist der, den ich meine. Der ist ein bisschen knifflig zu fahren. Da solltet ihr tunlichst wegbleiben von, wie gesagt, ansonsten ja, kann das durchaus Potenzial geben, sich in die Wand zu drehen. Während ich jetzt mal gerade kurz doch gleich den Trackgate mache, lasse ich kurz das Auto, was das hier hinter mir ziehen ist, ziehen. George Russell ist es. Den brauchen wir nämlich jetzt gerade noch. Den halten wir jetzt ohne dich auf der deiner schnellen Runde. Das brauchen wir nicht. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gummi, damit wir jetzt mal eine Zeit gesetzt bekommen. Oder zumindest mal setzen können. Hier in Ungarn möchte ich natürlich wieder gewinnen, mal. Das wäre schön. Aber wieder mal schauen. So, nehmen wir den Williams kurz mit. Das ist jetzt. Gut, entweder das ist sehr gut oder das ist sehr schlecht. Da kann man nämlich Windschatten nehmen. Die Frage ist, ob ich ihn jetzt kriege. Ob ich jetzt mitnehmen kann, die Pace. George Russell, Bestzeit. Das wird natürlich Zeit gekostet haben, dieses kleine Duell. Also wir haben jetzt gerade den Leader hinter uns. Das ist, wie gesagt, George Russell, der im Williams sitzt. Der auch im Gespräch hier bei Mercedes ist, also in der realen Formel 1. Als Ersatz für Bottas für das Jahr 2022. Angeblich soll Bottas das Team ja verlassen. Und wie gesagt, man hätte ja mit George Russell ein Talent, der es letztes Jahr in Bahrain schon bewiesen hat, dass er es kann. Ein Megatalent in der Hinterhand. Und by the way, hätten wir noch ein zweites Talent in der Hinterhand, nämlich Lando Norris. Und naja, mal gucken. Ich glaube, Norris wird aber so schnell nicht aus dem Vertrag rauskriegen. George Russell ist da schon eher die Möglichkeit. Aber schauen wir mal, wir werden es beobachten, wir werden es auf dem Schirm haben, während der nächste, während eben gerade Lando Norris tatsächlich sogar die schnellste Runde hier fährt. Jetzt beobachten, wir werden da dranbleiben und ich werde da, sobald da irgendwie was Neues kommt, mal meinen Senf abgeben dazu. So, apropos Lando Norris, jetzt haben wir gerade mal kurz eben von Platz 1 verdrängen. Weil die Runde natürlich nicht ideal war. Und der Anfang dieser Runde auch nicht, weil wir hier einen übelsten Quersteher hatten. Mit Kurve 1. Ja, ist noch sehr unruhig, das Auto. Passt doch nicht so ein bisschen zu meinem Fahrstil oder zu meinem Stil. Mal gucken. Okay, das passt mit dem Track Limit. Und ich probiere es uns gerade mal aus. Ne, ja, klappt nicht. Ich war nicht drauf. Aber wie gesagt, bleib weg von diesem Körper. Der ist ganz gefährlich für Autos. Gerade im Online-Modus ist der nicht ganz ohne. In der Karriere kann man ja sagen, okay, man setzt mal eine Rücklinie noch rein. Aber in dem Online-Modus, wenn du da drauf kommst, wie gesagt, seid ihr weg. Besser als Sektor 2, nochmal ein bisschen was nachgelegt. Aber die Runde quasi jetzt breche ich hier ab. So, jetzt nicht zu weit auf die Curbs, nicht, dass die nächste diese Runde ungültig ist. Weil diese Runde wäre nicht schlimm, aber ich glaube, dann würde es sogar die nächste Runde auch ungültig geben. Ich glaube, ab Sektor 3 ist das der Fall. So, Vollgas. Probieren wir nochmal ein, zwei Ründchen. Auch wieder ein mega Quersteher nach dem mit Beginn der Kurve 1. Immer wieder das Heck. Aber wie gesagt, mal schauen. Ungarn ist meine Lieblingsstrecke. Ich mag diese Strecke wirklich sehr, sehr gerne, weil keine Strecke ist für wirklich schnell. Was heißt, keine Strecke für schnelle Fahrer ist. Ja, doch, auch. Aber erster Linie ist es eine sehr technische Strecke. Und mir liegen diese Strecken eher besser, weil die schwierig, so schwierig sind zu überholen. Natürlich ist hier wieder eine gute Startposition wichtig. Deswegen hoffe ich einfach auf eine Pole. Das wäre die dritte Folge. Nach Kanada und jetzt Großbritannien in letzter Woche soll jetzt in Ungarn die dritte Pole in Folge und ich hoffe, nächste Woche ist dann Belgien, dann Italien. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, Kwiat jetzt mit der Bestzeit.
Wir werden aber nochmal nachlegen. 18,7. Ja, wieder nächste Woche Belgien, dann haben wir Italien. Dann kommt Russland und der Abschluss in Brasilien dann. Im letzten Rennen. Und dann sind wir mit dem Thema F1 2020 dann noch endgültig durch. Und dann kann ich nämlich den neuen Kurvenmodus euch zeigen in F1 2021. Da freue ich mich auch schon drauf. Es geht los am 13. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. 13.7. wird für mich das Spiel erscheinen. Da freue ich mich auch mega drauf schon. Kurvenmodus wird, wie gesagt, gespielt mit dem Sukramatis zusammen. Da freue ich mich auch mega drauf. Die habe ich schon angesprochen. Oh, ich habe Bock auf mit dir auf den Kurvenmodus und alles drum und dran. Und ja, ich auch. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es den Story-Modus als Koop. Das wäre cool. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal. So, gibt es noch mal eine neue Bestzeit? Also, hier gibt es halt eine neue Bestzeit. 18,8. Die haben wir schnell noch mal verbessert. Die Runde. Und dann sind wir in der Finale bei 5 Runden. Gut, das ist halt Ungarn. Die Strecke ist halt nicht lang. So, Luis jetzt mittlerweile auf 2. Kvyat hat sich eben davor. Wie geht man denn gerade aus? Warum nicht? Kann man ja mal so machen. Hast du es jetzt fertig? Gut, wir gehen dann in die Garage und dann brauchen wir nicht weiter zu Ende zu fahren. Na, da ist man nicht gerade einfach mal ausgegangen. Na gut, es ist warm. Ach, geh mir nicht auf den Sack. We've had to spend time repairing the damage to the car. So, hast du es jetzt? So. Kurz mal auf die Zeiten gucken. Wir lassen also durchlaufen. Halbe Sekunde vom Teamkollegen. Aber momentan der Auftakt hier in Ungarn ist schon mal ganz gut. Vor den beiden Ferrari noch vor Albon, Grosjean ist eine Überraschung auf Hart auf 7. Aber Quatsch, es ist Albon auf 6 mit den Harts. Grosjean auf 7 ist trotzdem eine Überraschung. Aber wie gesagt, wir sind eine gute, etwas weniger als eine halbe Sekunde von Lewis Hamilton und das im zweiten Sektor, der eigentlich schwach war. Aber der erste und dritte Sektor, der zeigt jetzt auf jeden Fall, dass wir mit uns zu rechnen ist. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Hamilton und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genauso ist es. So, geht es gleich weiter nahtlos mit Training Nummer 2. Ja, in Ungarn. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Denken Sie, dass Sie Ihre Zuverlässigkeitsprobleme bis zum Qualifying-Griff bekommen? Gucken. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Langsam geben wir mein Lenkrad auf, sagt. Das ist, glaube ich, jetzt das Gefühl, 6. Mal hintereinander, dass mein Lenkrad ausgeht. So. Es war auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Den Gerüchten nach sind Sie auf einen Vertrag mit einem anderen Team aus. Stimmt das? Genau so ist es. So, ich muss mich mal kurz zurückmelden. Jetzt mal rausziehen, weil man den gerade Eis am anderen gerade kriegt.
So, okay. Training Nummer 1 ist abgearbeitet. Training Nummer 2 steht jetzt an. Wir fahren wie immer die Freitagstrainings. So. Gehen wir mal wieder raus auf die Strecke. Wieder mit Mediums. Die Software mal im dritten Abschnitt. Und dann wissen wir, wo wir stehen. Ich hoffe, dass mein Lenker jetzt behandelt. Ich weiß nämlich nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. So, ich starte mal wieder ein bisschen auf dem Mager. Es sieht aber ziemlich leicht bedeckt aus. Also nicht, dass es dann im Dünno anfängt zu regnen, doch. Aber wie gesagt, wir werden erstmal eine Zeit fahren. Wichtig ist, dass es morgen morgen im Qualifying und am Sonntag im Rennen dann durchaus trocken bleibt. Das wäre wichtig in Richtung Saisonfinale. Ich will dieses Rennen natürlich. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, was sagt euch der Curb? Genau, das ist nämlich passiert. Ich bin auf den Curb aufgekommen und ja, tschüss. So, letzte Saison in Ungarn sind wir nämlich 13. nur geworden, nachdem wir von ganz, ganz hinten starten mussten. Und haben uns zumindest bis auf 13 davor gearbeitet. Aber das wollen wir diese Saison verhindern. Und ich will dieses Rennen gewinnen. Das wird jetzt noch nicht die Pole. Ich will dieses Rennen gewinnen. Ich will mich dann 3 Rennen vor Saisonende, 4 Rennen vor Saisonende, noch ein bisschen den Vorsprung ausbauen, dass wir vielleicht sogar schon in Brasilien Weltmeister sind. Aber das ist halt alles noch zu kurz mit. So, probieren wir es. Ich hoffe, wenn die gerade nochmal aus sind und wieder eingestöpselt. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Probleme funktioniert. In Abu Dhabi hatte ich das, glaube ich, letzte Saison. Da hat es auch ein paar Mal sich abgeschaltet und ich hoffe, dass das jetzt hier das letzte Mal war. Gut, das ist so in seiner Karriere nur passiert und nicht im Online-Modus. So, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ein gutes Ergebnis rausholen hier. Guten Auftakt. Wie gesagt, das erste freie Training macht schon mal Mut. Fragezeichen, wie in Österreich nochmal ein Top-Wochenende, beziehungsweise ein perfektes Wochenende. Das wäre dann nämlich, bei alle drei Trainings zu gewinnen, die Pole zu holen, das Rennen und die schnellste Runde. Das haben wir in Österreich ja geschafft. Und das hoffe ich, dass wir das hier in Ungarn auf dem Hungaroring auch schaffen. Und vielleicht sogar mit einem Doppelsieg das Ding nach Hause fahren. Aber wie gesagt, eigentlich wäre das mir recht, wie gesagt, Louis heute mal keine Punkte, oder dieses Wochenende mal keine Punkte holt. Dann wären wir nur über 40 Punkte. Dann hätten wir zumindest eine Aufgabe, einfach ein bisschen was mehr Vorsprung. So, jetzt gucken wir mal, was die Zeiten betrifft. Ich bin nämlich schon auf der schnellen Runde. Wir sind als 18er Zeit eben gefahren. 17, 18, die sind wir jetzt, haben wir jetzt nochmal getoppt. 18,3. Auf Medium. So, 26 Minuten noch, also 5 Runden sind wir ja sind wir eben schon gefahren. Die werden wir auch jetzt wieder fahren. Dann werden wir vielleicht sogar nicht bei komplett 20 rauskommen, aber gucken wir mal. There's 3 laps of fuel remaining. Wir nehmen ein bisschen Vorsprung mit in die Schikane hier. Die ist nicht so ganz einfach, funktioniert aber. Wieder mal ein bisschen Zeit verloren, weil ich ein bisschen was früher bremsen gebremst habe. Nehmen sie aber wieder mit raus. Jetzt geht es gleich in den nächsten, in den letzten Teil. Gleich die vorletzte Kurve. Drittletzte Kurve. Jetzt links ist die vorletzte. Da mal, nee, doch nicht. Da kommt noch eine kleine rechts daneben. Das ist jetzt die drittletzte. Dann geht es jetzt gleich weiter mit der vorletzten. Und dann gibt es nochmal diesen Rechtsknick. Und dann sind wir hier durch. Ja, wir haben ein bisschen Zeit liegen lassen. Letzte Kurve, da ist es ganz wichtig. Naja, gut getroffen.
und hau eine 18-0 raus auf Gelb. Knacken wir sogar die 17er-Zeit, das wäre natürlich was. Ein 17-9 wäre schön. Auf Gelb. 25 Minuten noch in diesem zweiten Training, by the way. Ich habe auch nur bis 20 immer. Wie gehabt, sonst wäre die Folge mal auch zu lange, wenn ich jetzt drei Trainings, 30 Minuten fahren würde. Ich habe ja die Trainings auf 30 Minuten begrenzt. Je nach Strecke fahren wir zwischen 3 bis 5, manchmal auch 6 Runden, je nachdem wie schnell die Strecke ist. Österreich kannst du natürlich ein bisschen mehr fahren, Ungarn kannst du ein bisschen mehr fahren. Ich habe mir ja eigentlich so die Kurzstrecken, die einfache Strecke rausgesucht. Klar, Belgien ist nicht ganz ohne, die ist lang, aber sie macht Spaß. Aber das sehen wir uns dann nächste Woche an. Jetzt haben wir kein ERS mehr, das heißt, ich spare mir natürlich jetzt mein Dings noch mal ein bisschen, 24 Minuten noch. Die Kurve, die Runde ist nicht lang, die Zeit ist natürlich verloren. Wir sind momentan führender vor Sebastian Vettel auf Soft und der Kimi Räikkönen, jedenfalls auf Medium. So, ich nehme natürlich jetzt wieder mit. So, König haben wir nicht mehr. Vierte Runde. Ich fahre uns jetzt ohne ERS aufzuladen. Ohne ERS auf voll. Ich nehme das ERS jetzt gerade ein bisschen aus. Damit wir noch eine Laderunde fahren können. Die brauchen wir nämlich noch. Aber ich meine, die Zeit passt eigentlich. So, Grosjean schiebt jetzt vor Kimi Räikkönen auf Soft. Ja, letzte Rennen. Baku für Racing Point, keine Punkte. Mein Teamkollege wurde ja nachträglich disqualifiziert. Schade eigentlich, sonst wäre es ein paar Pünktchen mehr drin gewesen. Aber schauen wir mal. Nächste Woche jetzt übrigens, also dieses Wochenende, eine ganz interessante Strecke. Japan kurz. Das wird nicht ganz einfach werden, definitiv. Gut, da fahren wir auch nicht 50%, weil da fahren wir. Da fahren wir 100%. Weil die Strecke halt so kurz ist. Also die S ist und dann gibt es quasi schon fast Richtung Stadtziel. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Wir haben noch weniger als eine Runde Sprit. 3,3 Sekunden. Ich fahre auch nur vorsichtig, also fahre ich nach Hause. Warst du auf 5 momentan auf H? So, ich fahre jetzt natürlich die Runde zu Ende. Warte mal, ich kann mal auf Mager stellen. Wenn mir der Sprit nicht so weggeht. 2 Minuten haben wir noch, also viel haben wir nicht mehr so. Ich denke mal, ich fahre jetzt die eine Runde noch und dann gehe ich in die Box und mache mal in die Feierabend. Und dann sehen wir uns dann auch nachher zum dritten freien Training wieder. Und dann haben wir schon das Qualifying von der Tür und dann haben wir noch ein 18-ründiges Rennen. Und ja, dann ist Thema Ungarn schon erledigt. Und wie gesagt, nächste Woche ist Belgien dran. Da sind es halt immer nur 11 Runden. Dann kommt Italien ebenfalls mit 18. Brasilien müsste 18 haben. Und dann sind wir durch. Der Russland hat ja auch noch irgendwo 15 oder so oder 14. Und dann nochmal das letzte Rennen. Jetzt haben wir Renault hinter uns, wo gerade dabei sind. So, dann Ricciardo, der momentan 7. nur. Lass mal vorbei, damit wir dem nicht auch noch am Weg stehen. Ich fahre einfach, wie gesagt, jetzt erstmal nur ein bisschen Long Run. Auf den guten Mediums. Ich will das Ding hier auf jeden Fall gewinnen. Ich liebe diese Strecke einfach. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Gebe ich in die Box, also ich werde jetzt in die Box springen und ohne eine Inlap zu fahren, weil wenn ich jetzt eine Inlap fahre und dann den anderen Leute im Weg stehe, gut, muss ich aufpassen, aber ist egal. Alles gut, wir machen es so. So. Einmal hüpf, rüber. Und Hamilton schlägt uns aber aufs Soft.
So, damit sind wir durch. Also das Rennen, perfekte Rennwochenende haben wir schon mal, können wir schon mal zur Seite legen. Hamilton schlägt uns im zweiten freien Training, allerdings auf dem etwas schnelleren Satz. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Richards und Alexander Albon. Albon noch. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. So, dann haben wir's. Thema, zweite freie Training ist durch. Das dritte freie Training steht jetzt als nächstes an und da sehen wir uns dann auf jeden Fall auch gleich wieder. Nein, ich bin ja natürlich noch keine Folge. Das dritte freie Training kommt natürlich noch immer, wie immer, in diese Folge. Das ist ganz klar, das habt ihr wie gehabt. Erste, zweite, dritte freie Training. So wird es auch in einem neuen Spiel sein. So wird es irgendwann auch in Zukunft sein, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, erstmal für dieses Rennwochenende, das ist der Fall. So, bis gleich im dritten freien Training. So, weiter geht's heute mit dem dritten, also jetzt mit dem dritten freien Training. Erst das zweite freie Training war durchaus erfolgreich mit den Plätzen 1 und 2. Mal gucken, was das dritte freie Training jetzt auf den Soft macht. Kurz einen Schluck trinken, dann geht's direkt weiter. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, dauert wieder ewig, bis man Maumann aus der Box ist. Jetzt ist das Wetter schon ein bisschen angenehmer aus. Jetzt gucken wir mal, was unsere Softreifen sagen. Die 17.9 ist bei Sway nicht gefallen. Die haben jetzt, glaube ich, auch eine 17.8 oder 17.7 auf Soft gefahren. Also ich würde mich schwer wundern, wenn wir morgen die Folge. Aber mal schauen. Also wir haben einige neue Motorenteile mit dabei, aber keine, dass es jetzt irgendwie Strafen bringen würde. Und von daher gucken. Was Italien und so betrifft, Italien oder so, da könnten wir vielleicht nochmal drüber reden, dass wir da nochmal wechseln. Weil da ist es definitiv einfacher zu überholen als hier in Ungarn. Ja, ich weiß, ich habe gerade rot. Ich bin ein bisschen weit über die Streckbegrenzung über. Jetzt sehen wir uns das erste Mal dieses Rennwochen. Ich fahre die Track-Limits ja auch streng. Nur so nebenbei. Also wenn dann wenn wir Karten, kriegen wir die Strafe. Und das ist jetzt in dem Moment passiert. So, weiter geht's. Vor dem Auto, gut, hoffentlich steht der uns jetzt unnötig im Weg. Erster Sektor violett, weil ich gerade auf einer fixen Runde, auf einer schnellen Runde bin. Weg von dem Todescurve, so wie ich ihn gerne mal nenne. Schön durch die Schikane, klar, nicht ganz sauber, weil am Ende ist immer, haben wir sehr wahrscheinlich Zeit verloren. Wenn das Auto, was das Auto vor uns da ist. Hamilton hat sie immer auf Soft gemacht. Ich frage mich jetzt, was er jetzt fährt. Zweiter Sektor jedenfalls violett. Jetzt wird auf jeden Fall eine schnellere Zeit werden als Soft, oder? Wir legen erstmal vor. Vor uns ist immer noch das Auto. Das ist übrigens ein Alpha. Ich tippe jetzt mal auf Giovinazzi so ganz spontan. Das werden wir jetzt natürlich sehen, wenn er die schnelle Runde fährt. Falls es auf dem Auto auf der schnellen Runde ist. Nein, das ist nicht. Aber wir legen 17.3 schon mal vor. Ja, es ist aber nicht so sauber. Ja, also es ist wie erwartet, Antonio Giovinazzi, der Italiener, der vor uns liegt. Der uns natürlich jetzt ein bisschen vermutlich im Weg stehen wird.
Vielleicht weg vom Todeskampf immer noch. Oder kriegt das rechtzeitig mit und fährt zur Seite. Ja, wohl, der ist auf so schnell in Runde, der wird uns wohl kaum vorbei winken. There's three laps of fuel remaining. Ich muss leider das ERS ausmachen, weil das Ding fast leer war. Auf 2% runter. Jeweils auf Software Italiener am Alfa Romeo Franz. Ich will natürlich jetzt ein bisschen nicht um in den Weg fahren. Das fährt auch für eine Zeit, jetzt hier auf 2 erstmal. Die sind eine gute halbe Sekunde langsamer. Ich kann aber jetzt nicht vorbeifliegen. Wenn mir da gerade so ein bisschen die Power fehlt durch das fehlende ERS, der wird wahrscheinlich mit voller Fahrt fahren. Ja, obwohl das könnte abgebrochen haben, weil jetzt wird er nämlich auch ein bisschen auf Sparflamme. Ja, naja, das hier ist irgendwie sehr eng zu beruhen, das ist schwierig. Das kann sein, dass er jetzt die Runde abbricht oder sagt, okay, ich fahre nochmal eine Laderunde. Wenn wir jetzt gleich sehen, das zieht er jetzt gerade an. Ich fahre aber auch mager und ohne ERS. Ja, so eine Reihe. Du bist ja mitten der zweite auf dem Video. Der wird uns wohl kaum heute oder jetzt gefährlich werden. Ja, da fehlt eine. Alle Runde, die Runde ist natürlich nächste Runde. Die sind nicht so ungültig. Jetzt gibt er nochmal Gas, jetzt zieht er nochmal dran. Ein bisschen. Noch ein paar Minütchen Zeit. Ich fahre natürlich jetzt auf Mager und so, ne? Nämlich. Ja, das haben wir ja jetzt. Aber das ist einfach jetzt auch wieder nur Long Run. Die Runde steht, ist dran. Haben wir. Jetzt trainieren wir gerade so ein bisschen das Hinterherfahren und überholen von einem Fahrzeug. Aber das können wir natürlich nicht, weil und Benzin. Fuel is marginal. Bulks within two laps. Ja, das ist klar. Geht nochmal 27%. Ja, ich trainiere jetzt gerade mit den soften Reifen das Hinterherfahren von einem anderen Fahrzeug. Wie die Reifenabnutzung ist. Und momentan sind wir bei 28% und das eigentlich so ziemlich nach 4-5 Runden. Also gehe ich mal davon aus, dass wir sehr lange auf Medium bleiben müssen. Und jetzt bricht der Giovinazzi auch ab. Jetzt ist er nämlich, geht er runter von der Ideallinie und jetzt lässt er uns auch fahren. Aber ich denke mal, der Alpha wird jetzt mit voller Last und voller Fahrt wird uns das größte Problem bedeuten. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn eigentlich relativ easy, wenn wir überholen müssten, auf Positionen ihn locker packen können. Aber wie gesagt, auch in der letzten Saison waren wir sehr lange hinter Kimi Räikkönen. Ich glaube, wir waren 5-6 Runden und das hat uns ja sehr, sehr viel von der Renaissance. Deswegen ging es auch dann nur auf P13 am Ende aus. Weil wenn er die Zeit dann aus war, um noch weiter nach vorne zu gehen, wir waren relativ nah an den Punkten. Aber kam halt aufgrund der Rundenzahl, 18 sind es dann am Sonntag, nicht. Nicht weiter nach vorne. Nämlich waren noch keine Punkte drin. Fahrer des Tages waren. Es war auch übrigens das einzige Rennen. Ich glaube Russland oder so war noch so ein ähnliches Rennen. Da haben wir auch ewig lange hinter dem Auto das Rennen. Ich weiß gar nicht, Magnus, glaube ich, damals. Also das sind so Rennen, ne? Aber manchmal gibt es so Rennwochenenden. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zitter und ich kann mich natürlich ohne hinter dem Auto erfahren, ein bisschen Reifen sparen. Und wir gehen jetzt Richtung Ende, also ich werde die Runde jetzt Ende machen und in die Box fahren. Und dann haben wir das Thema freies Training abgeschlossen hier an diesem Freitag
Nachmittag. Ihr kennt das ja mit der Formel 1, ne? Aber wie gesagt, wichtig ist eigentlich so ein bisschen nicht nur der Freitag, weil der Freitag ist ja viel zum Ausprobieren, klar. Wichtig wird es morgen werden, der Samstag. Und natürlich auch der Sonntag. Hier in F1 2020 hier in Budapest, da wollen wir nämlich gerne einen Schritt, weiteren Schritt Richtung WM-Titel machen. Wenn wir gewinnen, sind wir zumindest 23 Punkte weg von Lewis Hamilton. Momentan sind es ja 15. Und wenn wir gewinnen, der wird Zweiter, dann geht er schnell in Runde. Sind dann 8 Punkte. Wir könnten uns aber auch, wenn er nur Dritter wird, einen Joker erfahren. Dann hätten wir 12 plus, dann wären wir bei 27 und dann hätten wir sogar den Joker, dass wir in der letzten Runde werden und wir im letzten Rennen punktelos ausgehen. Also, naja, mal gucken. Es kann sehr, sehr viel passieren hier in Ungarn noch. Oder wir holen die volle Distanz mit 26 Punkten. Und er holt nichts, dann wären wir bei 41. Das wäre so das Maximum. Aber ich sag mal schauen. So, wie gesagt, Freitraining sind wir durch. Besser, wenn jetzt bei diesem dritten freien Training rauskommt, dass der mal in wenigen Augenblicken, wenn die Abschlusstabelle feststeht. Jetzt wird erstmal das Auto zurück in die Garage geparkt. We have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that. Los, auf Medium, wie gesagt, auch 1,6 Sekunden. Also, wie gesagt, das ist klar, dass. Da würde er keine annehmbare Zeit fahren. Aber wir sind die halbe Sekunde, über eine halbe Sekunde vor den Ferrari. Das ist erstmal noch dann anderes vor, oder vor Verstappen zum Beispiel. Und das, obwohl wir nur den ersten Sektor schnell haben. Aber wie gesagt, da sind wir fast eine Sekunde schneller als Max Verstappen. Der nur knapp schneller als wir im dritten. Und Charles Leclerc holt sich den zweiten Sektor. Per Gasly sehr fleißig mit 10 Runden, genauso wie unser Teamkollege. Und dann haben wir das dritte Freitraining unter. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richards, Leclerc und Max Verstappen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau so ist es. So, dritte freie Training weg. Morgen geht's weiter mit dem Qualifying. Wir haben natürlich um 14 Uhr. Der kennt das ja auf jeden Fall auch. So. Level 9 für die Fahreranerkennung. Anerkennung. Ja, wie gesagt, das Freitraining ist durch. Mit dem Qualifying geht es morgen weiter. Und dann um 14 Uhr, wie immer. Dann 18 Minuten spannendes Qualifying hier aus Budapest. Da wollen wir natürlich unsere dritte Pole diese Saison holen. Nein, unsere vierte sogar. Oh, ne, dritte war es. Genau. Die dritte auch in Folge. In Österreich hat es uns zum Sieg geholfen. Im letzten Rennen in Großbritannien dann nur Platz 4. Wobei auch da ein bisschen Spannung drin war durch das Safety Car. Und dann eben. Ja, und heute müssen wir mal gucken. Dieses Wochenende müssen wir mal gucken. Wir sehen uns dann wieder morgen um 14 Uhr, wenn ihr einschalten wollt, zum Qualifying hier aus Budapest.